gesagt, sie sollen im Auto bleiben. Ich habe einen Drink gebraucht. Sowieso nicht damit gerechnet, dass Sie wieder zurückkommen. Gehen Sie doch zur Polizei, Sie müssen das tun sofort, bevor alles noch schlimmer wird. Ich allein? Da nehmen Sie meinen Reisepass. Den zeigen Sie den Polizisten. Sie haben die 20.000, Sie haben das Foto, Sie erzählen Ihnen alles, was passiert ist, alles. Die werden Ihnen glauben, die müssen Ihnen glauben. Sie können nicht einfach so rumsitzen, das ist zu gefährlich. Gefährlich? Das hier stammt aus der Botschaft. Wer kann sowas? Woher kommt das? Ich weiß es nicht. Die ist von gestern. Woher wissen die überhaupt, dass wir zusammen sind? Hören Sie, ich versuche nur das Richtige für Sie zu machen. Ach, das Richtige? Das Einzige, wollen Sie das richtig machen? Glauben Sie, das ist gut für mich? Ja, wenn Sie gehen, wenn Sie zur Polizei gehen, muss ich abhauen. Na, gehen Sie doch hin und sagen Ihnen, was passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, wer dieser Kerl ist. Ich weiß nichts über dieses Foto. Ich weiß nicht, wer ich bin. Mit mir treffen. Und wann? Bis 10 war ich beim Training, danach. Und da hat Ihnen dann auch gesagt, dass bei ihm eingebrochen wurde? Ja. Nur noch Feuer legen und für die Polizei wäre die Sache dann klar. Wie viel hat er Ihnen denn dafür geboten? 10.000. Die Hälfte zuerst und den Rest, wenn die Versicherung bezahlt hat. Und wann war das jetzt? Gegen 11. Es lief alles nach Plan. Es lief also alles nach Plan und dass dabei jemand stirbt. Dafür kann ich nichts. Müller hat gesagt, die Wohnung ist leer, da ist kein Mensch drin, hat er gesagt. Ich bin doch kein Mörder. Warum sind Sie eigentlich bei mir eingebrochen? Ich war am Dienstag schon da, wollte mein Geld abholen. Und als der Mittwoch niemand aufgemacht hat, bin ich eben rein. Und da hing er dann. Mitarbeiterjahresgespräch. Herzlich willkommen zum Mitarbeiterjahresgespräch. Mitarbeiterjahresgespräch. Einmal im Jahr, ne? So ein Chef und Mitarbeiter in so einem Fragebogen festhalten, wie sie sich gegenseitig um die allgemeine Arbeitssituation zur Scherze. Insofern finde ich es überhaupt nicht problematisch, wenn ich, sagen wir jetzt, temporär das Arschloch bin.